Auf dem Land in Bayern fehlen immer mehr Landärzte und da gilt es jetzt dagegen zu halten. Wir machen uns stark für mehr Landärzte in Bayern. Wenn man mal krank ist, dann will man natürlich einen kurzen Weg zu seinem Hausarzt haben. In der Stadt ist es meistens kein Problem, aber draußen auf dem Land sind die Wege zum Arzt meistens bereits sehr lang, weil wir einen Landarztmangel in Bayern haben. Und dadurch, dass die Ärzte immer weniger werden auf dem Land, müssen wir dafür sorgen, dass mehr nachkommen. Deswegen gibt es jetzt mit unserer Unterstützung eine Landarztquote für Medizinstudenten, die nicht einen bestimmten Numerus Clausus beim Abitur erfüllen müssen, sondern sie können auch mit einem etwas schlechteren Abitur ihrem Wunsch Beruf Arzt nachkommen und das Medizinstudium beginnen, müssen sich aber verpflichten, dann, wenn sie abgeschlossen haben, im ländlichen Raum Bayerns ihren Dienst zu tun und eine Praxis zu leiten. Ich denke, das ist ein ganz guter Weg, das Problem des Ärztemangels im ländlichen Raum langfristig zu beheben und auf der anderen Seite jungen Menschen, die am Arztberuf interessiert sind und vielleicht nicht ein 1,0 Abi haben, trotzdem den Weg direkt ins Medizinstudium zu eröffnen. Dann beteiligen wir uns und das finden wir einen guten Weg und deswegen wisst ihr, dass die AfD jetzt wieder an eurer Seite steht.